Die US-Autorengewerkschaft Writers Guild of America streikt seit Wochen und hat dadurch mehrere Fernseh- und Filmprojekte lahmgelegt. Auch in Gewerkschaften organisierte Schauspieler befinden sich mitten in Tarifverhandlungen mit den Studios. Die Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA haben ihren Verhandlungsführer ermächtigt, einen Streik auszurufen, wenn sie sich bis Freitag nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Leinwand-Ikone Harrison Ford sprach bei der London-Premiere des 5. Films der Indiana-Jones-Reihe am Montag über seine Unterstützung. Sehen Sie, wir müssen eine gewisse Gleichberechtigung erreichen. Es besteht eine Situation, die benachteiligend ist. Ich glaube an die Gewerkschaften. Ich glaube an Arbeit und ich glaube an eine Vertretung. Wenn meine Gewerkschaft für einen Streik stimmt, werde ich auch streiken. Ich streike aus Solidarität mit Autorinnen und Autoren. Ich bin gespannt und hoffe, dass sich auch Schauspielende für sie einsetzen. Denn Autorinnen und Autoren sind die wichtigsten Menschen in dieser Branche. Ein Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler würde zu einem breiteren Stillstand in ganz Hollywood führen und den Druck auf die Studios erhöhen, die Programme für ihre Streamingdienste und das Fernsehen im Herbst benötigen.